Ist das Poco M3 Pro 5G einfach nur falsch verstanden? Ist es ungeliebt oder liegt es generell an Poco oder ist es an der Nähe zu Xiaomi zu deuten, dass dieses Gerät so unbeliebt ist wie kaum ein Smartphone davor? Wenn ihr wissen möchtet, was genau dahinter steckt, dann solltet ihr dranbleiben. Mein Name ist Oliver. Willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Wie immer vielen Dank, dass du mit dabei bist. Wir sprechen heute, wie ich schon im Intro gesagt habe, über das Poco M3 Pro 5G. Und ja, es ist wohl falsch verstanden und auch nicht wirklich beliebt, wie es bei den Poco-Smartphones davor der Fall gewesen ist. Versteht's nicht falsch, das wird kein Review sein, denn es gibt schon ein Review zu diesem Gerät. Wenn ihr wissen möchtet, was ich damit meine, dann schaut mal oben in den Infokarten vorbei. Da habe ich nämlich schon ein Review zu dem Gerät gemacht. Dieses Video ist also nicht als Review zu verstehen, sondern es räumt mal mit ein paar Mythen auf rund um Poco und ich bin auch gespannt, was eure Einschätzung dazu ist. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, macht es einfach, abonniert meinen Kanal, setzt die Glocke, dann verpasst ihr auch in Zukunft nichts mehr hier auf meinem Kanal und ich würde mich über euren Support freuen. Doch lange Rede, kurzer Sinn. Warum komme ich darauf, dass dieses Smartphone falsch verstanden ist? Und ich glaube, das größte Irrtum, das habe ich schon hier, denn... Und ich habe es auch in der Hand. Das Redmi Note 10 5G ist genau dasselbe Smartphone wie das Poco M3 Pro 5G. Also es ist identisch. Nun ja, das Design, ihr erkennt, es ist auch nahezu identisch. Es gibt kleine Unterschiede und Poco bietet dieses Gerät eigentlich nur in unterschiedlichen Farbvarianten an und zu einem geringeren Preis. Darüber hinaus gibt es noch den Poco Launcher, der mir persönlich wesentlich besser gefällt und... Das war's. Und genau das ist auch der Grund, warum das Poco M3 Pro falsch verstanden ist. Denn es steht nicht in Konkurrenz zum Redmi, sondern es ist der Nachfolger des Poco M3. Und genau als solchen sollten wir dieses Smartphone auch verstehen und es nicht in den Vergleich zu einem anderen Smartphone von einem anderen Hersteller setzen. Auch wenn das Ganze natürlich relativ schwer fällt, ist das hier nicht der Fall, sondern das Poco M3 ist der Vorgänger und auch im Livestream hat man das Ganze schon deutlich gemacht. Auf dieses bezieht man sich auch, wenn man die Specs miteinander vergleicht. So ist ein wesentlicher Unterschied, dass man eine Bildwiederholrate von 60 auf 90 hochgedrückt hat. Natürlich hätte man sich auch hier über 120 gefreut, aber für Poco müssen hier immer noch kleine Sprünge drin sein. Dann dürfen wir den Preis auch nicht außer Acht lassen, denn für 159 Euro bekommt ihr das Ganze in der kleinen Speicherkonfiguration mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher zahlt ihr beim Early Bird Preis im Moment 179 Euro. Und das ist ein echter No-Brainer. Ein weiteres Problem, was mit dazu kommt, ist, dieses Update in diesem Smartphone ist das 5G-Netz. Ja, das können wir mit diesem Smartphone nutzen. Das war beim M3 nicht der Fall. Also müssen wir auch das als Update sehen. Und ja, ich bin absolut bei euch. Ich habe keinen 5G-Tarif selbst und ja, auch die ganzen 5G-Smartphones, die ich nutze, kann ich nicht mit 5G nutzen. Trotzdem ist das ein wichtiges Feature und wir müssen endlich aufhören, das Ganze als deutsches Problem zu sehen, denn global gesehen ist 5G immer mehr auf dem Vormarsch. Wir haben es mit Apple gesehen, die bei der 12er-Reihe natürlich lieber auf 5G als auf eine höhere Bildwiederholrate gesetzt haben und deshalb natürlich auch punkten. Dadurch bekommt das 5G-Netz nochmal einen Push. Wir dürfen also nicht die deutschen Probleme zu einem globalen Problem machen. In China ist man schon beim 6G-Netz am Forschen und versucht das natürlich als nächsten Netzstandard zu etablieren. Okay, wir haben immer noch kein 5G und deshalb glaube ich, ist das auch mitunter ein Problem. Und dieses Smartphone ist einfach falsch verstanden, weil man es baugleich nun mal zum Redmi Note 10 5G rausgebracht hat. Die Farben sind noch mal ein bisschen unterschiedlich, ihr habt es eben schon gesehen. Es gibt das Ganze dann in diesem Grau und auch in diesem schönen Gelb und das ist für mich dann absoluter Hingucker und ist immer wieder so dieses typische Poco-Feeling. Ein weiterer Fehler, der aber auch gemacht wird, mit dem ich jetzt hier aufräumen möchte, ist, dass man dieses Smartphone dann immer als 160 Euro Smartphone bezeichnet, denn das ist nur der Early Bird Preis. Dazu kommt auch 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher. Das funktioniert in der heutigen Zeit fast gefühlt nicht mehr. 6 GB RAM brauchen wir, das liegt an Android, auch wenn der Poco Launcher hier drin eine gute, solide Arbeit macht. Und auch der interne Speicher von 64 GB, das ist einfach zu wenig. Denn wenn ihr zum Beispiel daran denkt, euren WhatsApp-Chatverlauf auf dem Gerät zu speichern oder wenn ihr Fotos habt, die ihr darauf speichert, die Apps werden immer größer, dazu kommen auch Updates und. Dafür sind 64 GB zu wenig. Das merken selbst iOS-Nutzer, also Apple-User, die auch mit der kleinsten Speicherkonfiguration von 64 GB oft nicht hinterherkommen. Und dann kommt dieser Punkt wiederum zum Tragen, dass man versucht, Cloud-Dienste zu etablieren. Das ist bei Xiaomi so noch nicht der Fall. Es geht hier einfach nur darum, Marketing zu betreiben mit einem günstigen Preis und das gelingt ihnen immer wieder.
Natürlich lobe ich oft diese günstigen Produkte von Xiaomi oder hier speziell auch von Poco und empfehle auch immer wieder ein Poco-Smartphone, wenn es günstig und gut sein soll. Das Poco F3 zum Beispiel hat es geschafft, für unter 400 Euro eine große Käuferschicht da draußen anzusprechen, was mitunter natürlich am Prozessor lag, der fürs Gaming perfekt ist, für Multitasking oder auch gute Kameraaufnahmen. Und Kamera, da habe ich hier beim Poco so ein bisschen die Probleme. Generell ist die Hauptkamera solide, aber was mir einfach fehlt, ist ein Ultraweitwinkel und den möchte ich nicht mehr missen. Natürlich habe ich immer wieder gesagt, mir ist Zoom extrem wenig, der 10-fach digitale Zoom ist ja auch mit verbaut, aber ein Ultraweitwinkel, den möchte ich heutzutage haben, denn ich mache dann am Ende doch mehr Aufnahmen mit der Ultraweitwinkelkamera als mit der Zoomkamera und dadurch ist das hier ein kleines Manko bei diesem Smartphone. Trotzdem ist der Akku der absolute Pluspunkt, auch wenn er nur mit 18 Watt schnell geladen werden kann. Ach ja, das haben wir natürlich auch alles hier mit dem Lieferumfang mit dabei und damit sind wirklich zwei volle Tage komplett möglich, vorausgesetzt ihr nutzt 5G nicht. Solltet ihr das Ganze nutzen, kommt ihr natürlich locker über einen Tag, das sagt zumindest Poco hier selbst. Das Problem ist und bleibt einfach, dass man versucht, über den günstigen Preis eine Käuferschicht zu bekommen und günstige Preise können wir nur erzeugen, indem die Produktion schon günstig ist. Und das gelingt wiederum nur, wenn man sehr oft dasselbe Smartphone herstellen lässt. Und das bringt uns natürlich zu der Schlussfolgerung, es ist ja logisch, dass man ein Redmi-Gerät 1:1 kopiert und es dann nochmal als Poco auf den Markt bringt. Für uns Endverbraucher ist es doch super, wir sparen ohne Ende und können uns deshalb solche Geräte leisten, auch wenn sie vielleicht nicht oft das haben, was wir uns alles von einem Smartphone erwünschen. Und das bringt mich dann zu der Frage im heutigen Video, was sind für euch die wichtigsten Dinge bei einem Smartphone-Kauf? Ich habe schon bei Twitter und bei YouTube öfters mal gefragt, hey, wo liegt so eure Bench, was wollt ihr, was braucht ihr? Aber schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare das Allerwichtigste bei einem Smartphone, wenn ihr euch für einen Kauf entscheiden solltet bei einem der aktuellen Geräte. Lasst es mich gerne unten wissen und wie immer freue ich mich auf den fairen Austausch mit euch. Nun ja, das war es mein Video zum Poco M3 Pro 5G, denn das Video zum Redmi Note 10 5G, was ja wirklich baugleich ist, habe ich schon rausgebracht. Deshalb kann ich mir das hier nochmal sparen und mir war es heute ein bisschen wichtiger, mal so ein bisschen darauf einzugehen, dass das Poco M3 Pro 5G einfach falsch verstanden ist. Und genau das ist, glaube ich, auch das Problem, wenn man über dieses Gerät spricht. Wie immer bedanke ich mich für eure Zeit da draußen, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinschaltet. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.